Der Himmel über uns birgt viele Geheimnisse. Doch im Geheimen untersuchen Regierungsbehörden schon seit Jahrzehnten in ganz Europa unbekannte Flugobjekte. I'm mystified by these events. Diese Vorfälle sind mir ein Rätsel. Ich kann sie mir nicht erklären. Sie sind wirklich mysteriös. Nun wurden zum ersten Mal Sichtungsberichte aus ganz Europa gesammelt. Wir hatten 233 Sichtungen. Das ist eine Menge. Einige Experten halten die meisten UFO-Sichtungen für rational erklärbar. UFOs are real. UFOs gibt es tatsächlich. Tagtäglich werden sie beobachtet. Aber UFO steht auch nur für unbekanntes Flugobjekt, nicht unbedingt für außerirdisches Raumschiff. Doch manche bleiben schier unbegreiflich. Worum handelte es sich also? Das war die Preisfrage, die niemand, nicht einmal die französische Regierung, beantworten konnte. Handelt es sich um Besucher aus fremden Welten oder um Naturspektakel? Wissen die europäischen Regierungen mehr, als sie preisgeben? Vielleicht finden wir die Antworten in den noch unbekannten UFO-Akten Europas. Jahrzehntelang führten die Regierungen Europas Akten über UFO-Sichtungen. Einige dieser Fälle wurden bis heute noch nicht aufgeklärt. Wie etwa die Welle von UFO-Sichtungen, die ganz Belgien erfasste. Die vier schwedischen Piloten, die in 1000 Metern Höhe einem UFO begegneten. Und die unglaubliche Geschichte eines Franzosen, deren wissenschaftliche Überprüfung Unglaubliches hervorbringt. Eupen, kurz hinter der deutsch-belgischen Grenze, 29. November 1989. An diesem Abend beginnt es. Doch schon bald werden hunderte Belgier aus zahlreichen Ortschaften immer mehr UFO-Sichtungen melden. Meine Frau meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte sich meine Meinung. Schließlich stellt das Militär 2 Kampfflugzeuge ab, um einer der größten UFO-Sichtungswellen, die Europa je erfasst haben, Einhalt zu gebieten. Es gab insgesamt über 2000 Sichtungen. 650 davon wurden aktiv untersucht und über 500 konnten nicht aufgeklärt werden. Es kommt zu so vielen Sichtungen, dass man bald von der belgischen UFO-Welle spricht. Ihren Anfang nimmt sie mit 2 Polizisten am Stadtrand von Eupen. Um 17.15 Uhr ahnen sie noch nicht, was sie an diesem Abend erleben werden. Die belgische UFO-Welle war eine bemerkenswerte Reihe von Sichtungen. Zunächst einmal gab es einige Polizisten als Zeugen, von denen 2 ein UFO aus nächster Nähe gesehen hatten. Der Physiker August Meessen hat ein Dossier über die Welle von UFO-Sichtungen erstellt, die von den beiden Polizisten ausgelöst wurde. Sie saßen in ihrem Streifenwagen und sahen Lichter, die nicht hätten da sein sollen. Also fuhren sie rechts ran. Die Polizisten sehen ein unbekanntes Flugobjekt, das über einem Feld am Straßenrand schwebt. Als sie es entdeckten, schwebte es reglos etwa 120 Meter über dem Boden. Sie beschrieben es als ein riesiges dreieckiges Raumschiff mit Lichtern an den Ecken und einem größeren dunkleren Licht in der Mitte. Sie befanden sich praktisch direkt darunter. Sie stellten erstaunt fest, dass es keinerlei Geräusche von sich gab. Nach wenigen Minuten entfernt sich das UFO. Die verblüfften Polizisten steigen ins Auto, um die Verfolgung aufzunehmen. Leslie Kane ist eine amerikanische UFO-Forscherin, die über die Ereignisse dieses Abends geschrieben hat. Was die Polizisten über dem Feld sahen, war nur der Anfang. Sie verfolgten dieses Objekt eine Zeit lang. Es flog über einen See und hielt merkwürdigerweise über dem Wasser an. Rote Lichtkugeln wurden wiederholt aus der Unterseite Richtung Wasser geschossen und wieder nach oben gezogen.
Fast so, als ob sie an einem Gummiband befestigt gewesen wären. Die Polizisten sind sprachlos. Doch damit nicht genug. Die beiden beobachteten dieses rätselhafte Ereignis, als plötzlich ein zweites UFO erschien. Es gab also mindestens zwei davon. Das zweite UFO schwebt über den See, verschwindet dann aber bald Richtung Norden, während das erste sein seltsames Manöver fortführt. 40 Minuten später entfernt es sich ebenfalls, allerdings in südwestliche Richtung. Noch immer versuchen die beiden Polizisten vergeblich zu begreifen, was sie da beobachtet haben. Noch heute scheiden sich diesbezüglich die Geister. Dr. David Clark ist ein Berater des UFO-Projekts im britischen Nationalarchiv. Sie hielten es für ein riesiges, dreieckiges Objekt. Wenn man sich allerdings ihre Aussagen genau durchliest, haben sie nur eine Reihe heller Lichter am Himmel gesehen. Im Chaos erkennt der Mensch von Natur aus irgendwelche Muster. Wenn man jetzt also Lichter am Himmel sieht, sagen wir mal drei Lichter, und man kann sonst überhaupt nichts erkennen, dann denkt jeder Mensch automatisch, drei Lichter am Himmel, die markieren bestimmt die Ecken eines dreieckigen Objekts. Am 29. November 1989 sind am wolkenlosen Nachthimmel Sterne und Planeten sichtbar. Könnte es sich bei den Lichtern um Himmelskörper handeln? Als Astronomen kann ich mir diese Sichtung nur sehr schwer erklären. Dass sich einzelne Lichter synchron zueinander bewegen, passt zu nichts, was ich am Himmel sehen kann. Also müssen wir woanders nach einer Erklärung suchen, vielleicht im Bereich der Luftfahrt. Auf diese Idee stützen sich auch einige andere Theorien über die Lichter am Himmel. Eine andere Frage, die immer wieder gestellt wurde, war, ob es sich bei den Lichtern um eine Art exotische Geheimtechnologie eines anderen Landes handelte, die am Himmel über Belgien getestet wurde. Der amerikanische Tarnkappenbomber F-117 Nighthawk ist bis 1988 ein streng gehütetes Geheimnis gewesen. Und seine Form ist grob dreieckig. Nick Pope hat für das britische Verteidigungsministerium UFO-Berichte untersucht. Es gab Vermutungen, dass Tarnkappenbomber mit im Spiel gewesen sind. Natürlich hat es nicht nur das belgische, sondern auch das britische und amerikanische Militär sorgfältig überprüft. Es gab keinerlei Berichte darüber, dass irgendein Tarnkappenflugzeug zu dieser Zeit in dieser Region im Einsatz gewesen sei. Doch es gibt noch ein Problem mit der Tarnkappenbomber-Theorie. Diese Flugzeuge schweben nicht und sind alles andere als lautlos. Der Flugsicherheitsexperte Chris Yates glaubt an eine viel gewöhnlichere Erklärung. Wenn wir von einem schwebenden Flugobjekt sprechen, dann muss es sich doch um eine Art Hubschrauber handeln. Die Augenzeugenberichte besagen zwar, dass diese Hubschrauber keinen Laut von sich gaben, aber das ist nicht so ungewöhnlich. Abhängig von der genauen Position dieser Objekte und den Wetterbedingungen zu diesem Zeitpunkt, der Windrichtung und Windstärke und so weiter, könnte der Schall in eine andere Richtung geweht worden sein. Sollten die beiden Polizisten einen Helikopter nicht als solchen erkannt haben, sind sie wenigstens nicht die Einzigen. An diesem Abend gehen zahlreiche Meldungen über seltsame Himmelserscheinungen ein. Zum Beispiel von einem Zollbeamten, der an der Grenze Pässe kontrollierte. Auch ein Krankenwagenfahrer saß zweimal, als er nach Einladen fuhr und auf dem Rückweg. Und ein Bauarbeiter, der das Objekt direkt auf sich zukommen sah, völlig lautlos. Es flog über das Gebäude hinweg und dann über den Ort. Sogar über das Rathaus, wo es von anderen Augenzeugen gesehen wurde. Wie sich herausstellte, haben an diesem Abend 13 Polizeibeamte in 8 verschiedenen Ortschaften die beiden Flugobjekte am Himmel über Belgien gesehen. Dazu kommen noch Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Zivilisten. Es bleibt nicht bei diesem Abend. In den darauffolgenden Monaten gehen 233 verschiedene Meldungen über merkwürdige Lichter und rätselhafte Flugobjekte ein. Dafür könnte es jedoch noch eine andere Erklärung geben. Massenpsychose. Sehr oft entsteht auf diese Weise ein UFO-Wirbel, den man auch als Welle bezeichnet. Dieser militärische Fachausdruck beschreibt eigentlich eine Panikmache. Dabei berichtet ein glaubwürdiger Zeuge der Presse von einer UFO-Sichtung und macht damit Schlagzeilen. Das Fernsehen berichtet darüber und die Leute werden darauf aufmerksam. Wenn die dann abends unterwegs sind, schauen sie nicht mehr nach vorne oder unten. Weil sie gehört haben, dass ein Polizist etwas am Himmel gesehen haben will, schauen sie nach oben und entdecken über kurz oder lang etwas Ungewöhnliches, was sie sonst nie wahrgenommen haben.
wahrgenommen hätten. Aber die belgische Regierung nimmt die UFO-Welle sehr ernst. Sie könnte ein militärisches Problem darstellen. Offensichtlich ging es bei diesen Ereignissen auch um die nationale Sicherheit für Belgien und damit bestimmt auch für die anderen NATO-Mitgliedstaaten. Das britische Verteidigungsministerium verfolgte diese Vorfälle ebenfalls sehr genau, auch wenn sie im Ausland stattfanden. Natürlich machten wir uns Sorgen. Belgien war Mitglied der NATO. Wenn ein Fluggerät das hochtechnisierte Flugabwehrnetz mühelos durchdringen kann, dann ist das selbstverständlich ein Problem für die Verteidigung. Eine Frage der nationalen Sicherheit. Die belgische Luftwaffe muss dieser Krise entgegenwirken. Ihr vorrangiges Ziel ist es, der Ungewissheit ein für allemal ein Ende zu bereiten. Sie entwickelten einen Plan. Sobald ein Objekt der Polizei gemeldet und mit dem Radar erfasst worden war, würde man F-16 Kampfjets losschicken, um es genauer zu untersuchen. Die Kampfjets stehen auf Abruf bereit und warten nur auf die nächste bestätigte UFO-Meldung. Belgien, Winter 1989-90. Nachdem zwei Polizisten ein rätselhaftes dreieckiges Flugobjekt beobachtet haben, überflutet eine Welle von UFO-Berichten das Land. Die belgische Luftwaffe stellt zwei Kampfjets auf Abruf bereit, um die Panik einzudämmen. Diese heben allerdings erst ab, wenn eine Sichtung von der Polizei bestätigt und durch tatsächliche Radaraufzeichnungen gestützt wird. In der Zwischenzeit fragt sich die belgische Bevölkerung, ob es sich bei den UFOs um außerirdische Raumschiffe oder um ganz und gar irdische Hubschrauber handelt. Patrick Farrin hat für die zivile UFO-Forschungsgruppe COBEPS gearbeitet, die all diesen UFO-Sichtungen nachgegangen ist. In December 89 we had Wir hatten 233 Sichtungen im Dezember 1989 und 315 in der ersten Hälfte des Jahres 1990. Das ist eine Menge. Einer Theorie zufolge handelt es sich bei der belgischen UFO-Welle einfach nur um eine Massenhysterie. Die Menschen hören von den beiden Polizisten und fangen plötzlich selbst an, UFOs zu sehen. Das würde auch erklären, warum so viele Menschen von dreieckigen Flugobjekten sprechen. In den Berichten der Polizisten ging es immer wieder um dreieckige Objekte. Da fragt man sich doch, woher diese Vorstellung kommt. Ich weiß noch, wie ich im Jahr 1977 als 13-Jähriger im Kino Krieg der Sterne gesehen habe. Wer den Film gesehen hat, erinnert sich bestimmt an die Anfangsszene, in der ein gewaltiger imperialer Sternzerstörer ins Bild fliegt. Ein riesiges, keilförmiges Raumschiff. Erst seitdem gibt es Berichte über dreieckige UFOs. Trotzdem nimmt die belgische Luftwaffe die Angelegenheit sehr ernst. Bis heute können Hunderte von Zeugen nicht begreifen, was sie gesehen haben. Zu ihnen gehört auch Albert Rois. Nicole, meine Frau, meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Um 0.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1989 befinden sich die Rois auf dem Heimweg von einem Besuch bei Freunden. Sie sind auf der Autobahn auf der Höhe dieser Ausfahrt, als sie vor sich etwas bemerken. Ich sah zwei Lichter und sagte zu meiner Frau, Nicole, da stimmt etwas nicht. Als wir dann näher kamen, sahen wir ein äußerst merkwürdiges Flugzeug. Es hatte die Form eines Rechtecks, das aus 4 Dreiecken bestand. Es war riesengroß, so wie ein Fußballfeld. 10 Jahre später habe ich dieses Modell gebaut. Es schwebte sehr langsam in diese Richtung. Rois hat sein selbstgebautes Modell fotografiert, um genau zeigen zu können, was er gesehen hat. So habe ich es zuerst gesehen. Als wir näher kamen, konnten wir es besser erkennen. Und hier ist es von der Seite, als wir über die Brücke fuhren. Und dann war es weg.
Ich war neugierig. Ich sagte Nicole, meiner Frau, sie solle anhalten. Sie sagte, nein, du bist verrückt. Auf der Autobahn anhalten, das mache ich nicht. Seitdem fragt sich Rowies, was dieses Ding gewesen sein könnte. Ein Flugzeug? Unmöglich. Es schwebte ja, und das tun Flugzeuge nicht. Und ein Helikopter? Auch unmöglich. Die können zwar auf der Stelle schweben, sind aber nicht rechteckig und machen viel zu viel Lärm. Wir hörten nichts außer unserem eigenen Motorengeräusch. Das war alles. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht von dieser Welt stammte. Bis ins Frühjahr 1990 dauert die Welle der Sichtungen an. Doch dann taucht in dem Dörfchen Petit Rechin etwas noch nie Dagewesenes auf. Ein Foto eines UFOs. Die Aufnahme wird gründlich untersucht und von einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Experten analysiert. All diese Fachleute aus den Bereichen Optik, Physik, digitale Analyse kamen zu demselben Schluss. Sie hatten keine Ahnung, was es ist, konnten es aber auch nicht als Fälschung entlarven. Es handelte sich offenbar um ein echtes Foto. Doch wovon, wusste keiner. Die belgische Luftwaffe ist fest entschlossen, diese Frage zu beantworten. Zwei Kampfjets warten nur darauf, dass eine Sichtung von Polizei und Radar bestätigt wird. Dann kam die Nacht auf den 31. März. Alles begann damit, dass ein Polizist bei den Radartechnikern anrief, um seltsame Leuchterscheinungen am Himmel zu melden. Die Radarstation zeichnet ein passendes, unbekanntes Objekt auf. Sofort heben die Kampfjets ab. Geleitet von der Bodenkontrolle nähern sie sich dem Objekt. Sie konnten das UFO kurz mit dem Bordradar aufspüren, doch es gelang ihnen nicht, dran zu bleiben. Irgendetwas bewegte sich mit 800 bis 1000 Kilometern pro Stunde und stieg innerhalb von 7 Sekunden von 9 auf 4000 Meter. Die Manöver des UFOs sind so schnell und abrupt, dass die 20-fache Erdanziehungskraft darauf einwirken musste. Kaum ein Mensch hielte so etwas aus. Stellen Sie sich vor, die Piloten fliegen auf das UFO zu, haben es auf den Radarschirmen, aber dann verlieren sie das Signal, bevor sie es ganz woanders wiederfinden. Und so geht es eine ganze Weile. Nach einer fast 25-minütigen Jagd auf den schwer fassbaren Radarkontakt geben sich die Kampfjets geschlagen und kehren zum Stützpunkt zurück. Für einen Sichtkontakt kamen sie nicht nahe genug an das Objekt heran und so bleibt ungewiss, was sie auf ihrem Radar gesehen haben. Leider gab es eine Fehlfunktion im Bordsystem des zweiten Kampfjets. Daher existiert nur eine Aufzeichnung davon. Für die Luftwaffe war dies nicht eindeutig genug. Ohne den Radarkontakt des zweiten Jets auf einer anderen Position konnte man nicht hundertprozentig sicher sein. Man hört eine ganze Menge über die Ausfallsicherheit der Radarsysteme eines Kampfjets. Aber es kann durchaus sein, dass aufgrund von Temperaturschwankungen zwischen verschiedenen Luftschichten Radarsignale falsch zurückgeworfen werden. Ich habe mit dem Piloten gesprochen, dessen Maschine diese Daten aufgezeichnet hat. Er ist absolut überzeugt, dass das, was er auf dem Radar hatte, auch wirklich da war. Aber mit eigenen Augen konnten sie nicht sehen, um was es sich dabei handelte. Sie waren nicht nah genug dran, um das UFO erkennen zu können. Die Belgier berammten daraufhin eine Pressekonferenz an, bei der sie zugaben, dass dieses Ereignis wohl so stattgefunden habe, wie es jeder erzählte, und dass sie dennoch keine normale Erklärung dafür liefern konnten. Im Laufe des Jahres 1990 kommt es immer seltener zu Sichtungen. Die Chance auf einen erneuten Kontakt schwindet. Die Kampfjets mögen versagt haben, doch immerhin gibt es das Foto aus Petit Rechin. Ich habe die Ecken abgeschnitten und es lackiert. Über zwei Jahrzehnte lang hielt man dieses Foto für die heißeste Spur der belgischen UFO-Welle.
Dann habe ich mit einem Stift die Löcher für die Lämpchen hineingestochen und diese dann mit einem roten Stift angemalt. Im Juli 2011 macht der Fabrikarbeiter und Hobbyfotograf Patrick Maréchal ein ernüchterndes Geständnis. Wir haben uns wegen der ganzen Berichte für eine Dreiecksform entschieden. Die Leute haben Dreiecke gesehen, also haben wir ein Dreieck gebaut. Aus Styropor baute er ein Modell, hing es in seinem Garten auf und fotografierte es. Damals war Maréchal gerade einmal 18 Jahre alt. Das Foto war als Scherz gedacht und hat doch irgendwie alle Experten hinters Licht geführt. Der Spruch, dass die Kamera nicht lügt, ist völliger Unsinn. In diesem Falle wollte der Junge einfach nur einen lustigen Streich spielen. Wenn jemand eine solche Schwindelei verbreitet, weiß er oftmals nicht, was er damit alles anrichten kann. Nachdem das Foto als Fälschung enttarnt worden war, zweifelten viele an der Glaubwürdigkeit der Sichtungen während der UFO-Welle. Es gibt genügend Einzelheiten, die nichts mit Hubschraubern, der Venus, Fälschungen oder so etwas zu tun haben. Es bleiben immer noch Fragen offen. Und nur weil es ein falsches Foto gibt, eine einzelne Schwindelei, kann man doch nicht das ganze Thema über Bord werfen und behaupten, die ganze belgische UFO-Welle sei nichts als ein Hirngespinst. The whole Belgian wave is just a mistake. Diese Vorfälle sind mir ein Rätsel. Ich kann sie mir nicht erklären. Sie sind wirklich mysteriös. Es gab während der belgischen UFO-Welle insgesamt über 2000 Sichtungen. 650 davon wurden aktiv untersucht und über 500 konnten nicht aufgeklärt werden. Das ist eine große Anzahl ungelöster Fälle. Bis heute gehören diese 500 Sichtungen zu den ungelösten Fällen der UFO-Akten Europas. Am Himmel über Schweden beobachten vier Piloten ein unerklärliches Phänomen. Auf diesem Flug haben wir etwas Sonderbares gesehen. Ein fliegendes Objekt. Ihr Bericht verschwindet in einer Geheimakte des Militärs. Meine erste Reaktion war, dass es sich um ein sehr interessantes Objekt handeln könnte. Doch trotz intensivster Untersuchung bleibt der Vorfall seit beinahe drei Jahrzehnten ein Rätsel. Es war ein richtiges UFO, ein unbekanntes Flugobjekt. Söderhamn in Schweden, 18. August 1985. Eine Cessna 172 fliegt Richtung Süden. Darin sitzen vier Freunde auf dem Rückweg von einem mehrtägigen Ausflug zu einer Flugschau in Finnland. Alle vier sind ausgebildete Hobbypiloten. Ihr Kurs führt sie entlang einer Überlandleitung. Plötzlich bemerkt Jan-Erik Henriksson etwas Seltsames. In der Ferne blinkt etwas. Zuerst hält er es für eine Lampe oder Scheinwerfer am Himmel. Auf einmal merkte ich, dass es keine Lampe war. Es kam uns entgegen und reflektierte das Sonnenlicht. Deswegen hielten wir es für eine Lichtquelle. Was auch immer es scheint direkt auf sie zuzukommen. Zuerst befürchteten wir, es würde auf unserer Höhe fliegen. Dann hätte es einen Zusammenstoß geben können. Doch es flog niedriger und wir konnten es alle sehen. Was war das bloß? So etwas haben die vier noch nie gesehen. Es nähert sich schnell und rast unter ihnen vorbei. Der Pilot drehte das Flugzeug um 180 Grad und folgte dem Flugobjekt. Sie waren nahe genug dran, um selbst winzige Einzelheiten an dem Objekt erkennen zu können. Der schwedische Journalist Klaas Swan hat in dieser Sache recherchiert. Sie merkten schnell, dass sie es mit etwas völlig Fremdem zu tun hatten, das kein Flugzeug, kein Vogel, sondern etwas sehr viel Merkwürdigeres zu sein schien. Bei der Verfolgung des UFOs fällt ihnen auf, dass es nach links und rechts schlingert. Henriksson bemerkt, dass diese Bewegungen nicht willkürlich sind. An einer Stelle bog die Überlandleitung in eine andere Richtung ab. Auch das UFO flog eine Kurve und folgte ihr. So kamen wir zu dem Schluss, dass es fühlen, sehen und erkennen konnte.
Das unbekannte Objekt fliegt schneller als die Cessna und gerät nach wenigen Minuten außer Sichtweite. Die vier Freunde sind sprachlos. Sie funken die Flugsicherheit an und hoffen auf eine simple Erklärung. Doch sie sind in der Gegend die einzigen in der Luft. Die Antwort fällt negativ aus. Keiner hat's gesehen. Sie finden keine Erklärung. Für den Rest des Flugs nach Gavle beratschlagen sie, was sie nun tun sollten. Sie befürchten, dass niemand ihnen die Geschichte von einem UFO abnehmen wird. Als wir in Gävle gelandet waren, beschlossen wir, der schwedischen Presse nichts zu erzählen. Stattdessen meldeten wir den Vorfall dem Verteidigungsministerium. Ich habe den Bericht dabei. Er ist aus dem Jahr 1985. Darin steht alles. Henriksson schickt den Bericht an das schwedische Forschungsinstitut für Verteidigung, eine Abteilung des Verteidigungsministeriums, die sich mit UFOs beschäftigt. Nach fast 30 Jahren existieren noch immer Akten dieses Vorfalls. 1985 meldete ein gewisser Jan-Erik Henriksson dem Forschungsinstitut für Verteidigung die Sichtung eines Flugobjekts. Das Institut untersucht den Vorfall. In solchen Fällen fordert es als erstes die Radaraufzeichnungen des entsprechenden Tages an. Da das UFO jedoch nicht vom Radar erfasst wurde, haben sie keine richtige Spur, der sie nachgehen können. Was das Forschungsinstitut für Verteidigung betrifft, war der Fall abgeschlossen. Dies wird auch Henriksson mitgeteilt. Er bekam die Antwort, dass man ihm keine Informationen bezüglich dieses Flugobjekts liefern könne. Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Etwas später lernt Henriksson zufällig jemanden vom Militär kennen. Ein Offizier riet ihm, sich an den Luftwaffengeheimdienst zu wenden. Und das tat Henriksson dann auch. Der Chef dieser Abteilung war damals Jörg Fehling. Jörg Fehling leitete über 30 Jahre lang den technischen Geheimdienst der schwedischen Luftwaffe. Endlich hat Henriksson jemanden gefunden, mit dessen Hilfe er herausfinden kann, was er an jenem Tag gesehen hat. Meine erste Reaktion war, dass es sich um ein sehr interessantes Objekt handeln könnte. Vor allem, weil es nicht die einzige Meldung einer UFO-Sichtung ist, die Jörg Fehling in dieser Zeit erhalten hat. Ein paar Monate zuvor, im Juni des gleichen Sommers, gab es Sichtungen weiter im Norden. Doch diese Geschichten waren nicht so glaubhaft wie der Bericht von vier Piloten in einem Flugzeug. Eine Theorie zufolge war das UFO eine schwedische Rakete, die zu Testzwecken abgefeuert worden war. Doch als Leiter des Luftwaffengeheimdienstes hätte Jörg Fehling davon gewusst. Zu diesem Zeitpunkt gab es in dieser Gegend keine Aktivität des schwedischen Militärs. Wir standen in enger Verbindung mit der Raketenabteilung und die haben dort nichts gemacht. Meiner Ansicht nach war das Flugobjekt viel zu fortschrittlich. In Schweden hatten wir damals weder das Geld noch die Technologie für so etwas. Jörg Fehling hätte erkannt, ob es sich bei dem UFO tatsächlich um eine schwedische oder ausländische Rakete handelte. Ich bekam damals auf die eine oder andere Weise jede Neuigkeit über ausländische Raketen auf den Tisch. Wenn es also kein bekannter Raketentyp war, was haben die vier Piloten dann gesehen? Es war ein richtiges UFO, ein unbekanntes Flugobjekt. Eine weitere Theorie lässt auf eine neue Art Rakete schließen, aus der Sowjetunion. Mitte der 80er tobt noch immer der Kalte Krieg. Die Verhältnisse zwischen der Sowjetunion und dem Westen sind so angespannt wie selten zuvor. Ich glaube nicht, dass es sich um eine sowjetische Rakete handelte, die irgendwie vom Kurs abgekommen war. Unter anderem verfügten die Nachbarländer Russlands, insbesondere die Ostseestaaten, über die modernste Luftraumüberwachung der Welt. Wenn sich irgendein Flugkörper nach Schweden verirrt hätte, wäre darauf unweigerlich eine diplomatische Krise gefolgt. Außerdem wäre ein Raketeneinschlag mit Sicherheit bemerkt worden. So eine Rakete fliegt nicht ewig. Irgendwann ist ihr Treibstoff alle.
amount of fuel on board. Die Frage ist doch, weshalb sollte jemand am helllichten Tag so niedrig über Schweden fliegen? Warum sollte man sein neues militärisches Gerät offen zeigen? Vielleicht abstürzen oder fotografieren lassen? All diese Fragen sind berechtigt und ich habe noch keine Antworten darauf gefunden. Ein gegnerisches Land will so etwas nicht tun. Der Verdacht auf eine sowjetische Rakete hält sich einige Jahre, bis der eiserne Vorhang fällt und die militärischen Geheimnisse des Ostblocks im Westen bekannt werden. Jack Fehling hoffte damals, Einzelheiten über lange Zeit abgestrittene Geheimeinsätze zu erfahren. Doch bei der Durchsicht der sowjetischen Akten fand er nichts, was die Beobachtung der vier Piloten erklären konnte. Wir fragen uns noch immer, was das war. Der Fall bleibt ungelöst. Henriksson und seine Freunde werden wohl nie erfahren, was an diesem Augusttag 1985 wirklich geschehen ist. In Frankreich taucht ein UFO auf. Ein einziger Zeuge erlebt seine Landung mit. Bei dieser Sichtung ging es nicht nur um Lichter am Himmel, sondern um die ernsthafte Behauptung, das UFO sei tatsächlich gelandet. Nachdem es wieder abgehoben ist, lösen die Spuren am Boden eine der größten UFO-Untersuchungen in der Geschichte Frankreichs aus. Wir haben es hier mit einem realen Objekt zu tun, das ist sicher. Aber wir haben keine Ahnung, was es war und woher es kam. Der Zeuge weiß nicht, was er gesehen hat. Und was die Laborergebnisse zeigen, dürfte so eigentlich gar nicht stimmen. Trans en Provence, Frankreich, 8. Januar 1981. Der 35-jährige Renato Nicolai arbeitet auf seinem Grundstück. Er ist vollkommen allein. Plötzlich bemerkt er etwas Ungewöhnliches. Über den Baumwipfeln glitzert etwas in der Sonne. Als es näher kommt, erkennt Nicolai ein merkwürdiges Objekt aus Metall. Langsam setzt es zur Landung an. Noch nie hat Nicolai so etwas gesehen. Nach etwa 30 bis 40 Sekunden hebt das seltsame Objekt wieder ab und verschwindet in der Ferne. Vorsichtig nähert sich Nicolai der Stelle, an der er es hat landen sehen. Zu seinem großen Erstaunen entdeckt er kreisförmige Spuren am Boden. Er ist völlig durcheinander und kann sich keinen Reim darauf machen. Nachdem er mit seiner Frau über den Vorfall gesprochen hat, meldet er es am nächsten Tag der Polizei. In Frankreich werden UFO-Meldungen sehr ernst genommen. In manchen Ländern interessiert so etwas niemanden, in anderen wird ermittelt. Die französische Raumfahrtbehörde hat eine UFO-Abteilung namens GEPAN. Die sieht solche Vorfälle als Weltraumphänomen an. Nachdem sie den Schauplatz der UFO-Landung untersucht haben, rufen die Polizisten die Raumfahrtbehörde an. Ihr späterer Leiter, Jean-Jacques Velasco, war damals der zuständige UFO-Ermittler im Fall von Trans en Provence. Wir erhielten die Nachricht, dass jemand die Landung eines Objektes in seinem Garten beobachtet hat und dass diese Landung Spuren hinterlassen hat. Wir hielten die Sache für sehr interessant und beeilten uns, dorthin zu kommen und die Ermittlungen aufzunehmen. So konnten die Ermittler nicht nur den Zeugen befragen, sondern auch eine ordentliche wissenschaftliche Analyse des angeblichen UFO-Landeplatzes vornehmen. Die Polizei hat das Gebiet fotografiert. Sie zweifeln an den Spuren am Boden, doch die UFO-Ermittler bestehen darauf, sich ein eigenes Bild der Szene zu machen. Wir bemerkten sofort die Abdrücke auf der Erde und konnten die Spuren der Landung sogar richtig vermessen.
Außerdem konnten wir einige Proben entnehmen, um so die Vegetation rundherum zu analysieren. Man nahm Bodenproben, Proben vom Gras und den Pflanzen ringsum, und diese wurden dann gründlich wissenschaftlich analysiert. Nicht nur die Abdruckstelle in der Erde wird eingehend untersucht, sondern auch die Auswirkungen der Landung auf das Erdreich und die Pflanzenwelt. Während die Tests laufen, erzählt Renato Nicolai in Trans-en-Provence seine Geschichte. Ich rede ja nicht von einer fliegenden Untertasse. Ich sah nur etwas, das landete und dann wieder wegflog. Er zeichnet eine grobe Skizze von dem, was er gesehen hat. Seine Form war, als hätte man zwei Teller aufeinandergelegt. Was auch immer er gesehen hat, es ist rätselhaft und ungewöhnlich genug, um vielleicht ein geheimes Militärobjekt zu sein. War es eine Drohne? Drohnen gibt es in allen Formen und Größen. Viele sind sogar ziemlich klein und können senkrecht starten und landen. Sogenannte VTOL-Drohnen. Vielleicht reden wir hier die ganze Zeit von einer solchen Experimentaldrohne, die zufällig an diesem Tag in seinem Garten gelandet ist und ihn zu Tode erschreckt hat. Es gibt eine Vielzahl von UFO-Fällen, bei denen Leute am Himmel etwas gesehen, aber überhaupt nicht erkannt haben. Dann wurden sie Opfer ihrer eigenen Wünsche oder Sehnsüchte oder kultureller Prägung und begannen zu glauben, dass es sich um außerirdische Besucher handeln müsste. Wenn so jemand erst einmal davon überzeugt ist, ein außerirdisches Raumschiff gesehen zu haben, lässt er sich nur ganz schwer wieder davon abbringen. Die Aussage eines einzelnen Zeugen kann immer angefochten, seine Glaubwürdigkeit immer angezweifelt werden. Als Jean-Jacques Velasco jedoch die Laborergebnisse studiert, ist er verblüfft. Was auch immer auf Nicolais Grundstück gelandet ist, war nicht nur ein bloßes Hirngespinst. Die Werte aus dem geologischen Labor ergaben, dass das Gewicht des Objekts zwischen 700 und 800 Kilogramm lag. Das ergab sich aus den Vertiefungen, die es in der Erde hinterlassen hat. In diesem Fall könnte man eine Theorie bereits ausschließen. Ich finde es sehr merkwürdig, dass ein Objekt bei einem so geringen Durchmesser so schwer gewesen sein soll. Wenn es eine der ersten Drohnen war, dann war sie bestimmt nicht zu schwer. Selbstverständlich könnte es auch etwas Größeres gewesen sein, etwa ein Hubschrauber. Doch die Laborwerte liefern noch weitere Erkenntnisse. Die Untersuchung der Bodenproben ergab, dass die Oberfläche auf etwa 500 bis 600 Grad erhitzt worden war. Das spreche natürlich für irgendein Fluggerät mit Düsentriebwerk. Jeder weiß ja, was für eine enorme Hitze so ein Triebwerk erzeugen kann. Auch Hubschrauber verwenden Düsentriebwerke. Doch die strahlen waagerecht ab, vom hinteren Teil des Triebwerks Richtung Heckrotor. Damit können wir auch Hubschrauber ausschließen. Aber das letzte Laborergebnis ist von allen das ungewöhnlichste. Am wichtigsten war allerdings der Effekt auf die Vegetation. Die Pflanzenproben zeigten Spuren einer vorzeitigen Alterung. Im Labor hat man versucht herauszufinden, was die Aminosäuren in den Pflanzen derart verändert haben könnte. Dafür gibt es nur eine einzige mögliche Erklärung, und zwar elektromagnetische Felder. Um genauer zu sein, Mikrowellen. Was können wir daraus schließen? Wir haben es hier mit einem realen Objekt zu tun, das ist sicher. Aber wir haben keine Ahnung, was es war und woher es kam. Worum handelte es sich also? Das war die Preisfrage, die niemand, nicht einmal die französische Regierung, beantworten konnte. Es war eine echte Landung, nicht bloß Lichter oder Formen am Himmel. Und daher stellt dies einen sehr bedeutenden UFO-Fall dar.
Über drei Jahrzehnte sind seit den rätselhaften Vorfällen in Trans-en-Provence vergangen. Seitdem sind die entnommenen Proben immer wieder untersucht und überprüft worden. Doch bis jetzt konnte keine einleuchtende Erklärung gefunden werden. Wir fanden keine Antworten auf die Fragen, die jeder stellte. Was sind das für Flugobjekte? Und woher kommen sie? Was Renato Nicolai gesehen hat, bleibt daher bis heute einer der ungelösten UFO-Fälle Europas. Als wir dann näher kamen, sahen wir ein äußerst merkwürdiges Flugzeug. Es hatte die Form eines Rechtecks, das aus vier Dreiecken bestand. Es war riesengroß, so wie ein Fußballfeld. 10 Jahre später habe ich dieses Modell gebaut. Es schwebte sehr langsam in diese Richtung. Louis hat sein selbstgebautes Modell fotografiert, um genau zeigen zu können, was er gesehen hat. So habe ich es zuerst gesehen. Als wir näher kamen, konnten wir es besser erkennen. Und hier ist es von der Seite, als wir über die Brücke fuhren. Und dann war es weg. Ich war neugierig. Ich sagte Nicole, meiner Frau, sie solle anhalten. Sie sagte, nein, du bist verrückt. Auf der Autobahn anhalten, das mache ich nicht wert. Wie etwa die Welle von UFO-Sichtungen, die ganz Belgien erfasste. Die vier schwedischen Piloten, die in 1000 Metern Höhe einem UFO begegneten. Und die unglaubliche Geschichte eines Franzosen, deren wissenschaftliche Überprüfung Unglaubliches hervorbringt. Eupen, kurz hinter der deutsch-belgischen Grenze. 29. November 1989. An diesem Abend beginnt es. Doch schon bald werden hunderte Belgier aus zahlreichen Ortschaften immer mehr UFO-Sichtungen melden. Meine Frau meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Nichts außer unserem eigenen Motorengeräusch. Das war alles. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht von dieser Welt stammte. Bis ins Frühjahr 1990 dauert die Welle der Sichtungen an. Doch dann taucht in dem Dörfchen Petit Rechin etwas noch nie Dagewesenes auf. Ein Foto eines UFOs. Die Aufnahme wird gründlich untersucht und von einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Experten analysiert. All diese Fachleute aus den Bereichen Optik, Physik, digitale Analyse kamen zu demselben Schluss. Sie hatten keine Ahnung, was es ist, konnten es aber auch nicht als Fälschung entlarven. Es handelte sich offenbar um ein echtes Foto. Doch wovon, wusste keiner. Langsam setzt es zur Landung an. Noch nie hat Nicolai so etwas gesehen. Nach etwa 30 bis 40 Sekunden hebt das seltsame Objekt wieder ab und verschwindet in der Ferne. Vorsichtig nähert sich Nicolai der Stelle, an der er es hat landen sehen. Zu seinem großen Erstaunen entdeckt er kreisförmige Spuren am Boden. Er ist völlig durcheinander und kann sich keinen Reim darauf machen. Nachdem er mit seiner Frau über den Vorfall gesprochen hat, meldet er es am nächsten Tag der Polizei. In Frankreich werden UFO-Meldungen sehr ernst genommen. In manchen Ländern interessiert so etwas niemanden, in anderen wird ermittelt. Wie etwa die Welle von UFO-Sichtungen, die ganz Belgien erfasste.
Die vier schwedischen Piloten, die in 1000 Metern Höhe einem UFO begegneten. Und die unglaubliche Geschichte eines Franzosen, deren wissenschaftliche Überprüfung Unglaubliches hervorbringt. Eupen, kurz hinter der deutsch-belgischen Grenze. 29. November 1989. An diesem Abend beginnt es. Doch schon bald werden hunderte Belgier aus zahlreichen Ortschaften immer mehr UFO-Sichtungen melden. Meine Frau meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Wolkenlosen Nachthimmel, Sterne und Planeten sichtbar. Könnte es sich bei den Lichtern um Himmelskörper handeln? Als Astronomen kann ich mir diese Sichtung nur sehr schwer erklären. Dass sich einzelne Lichter synchron zueinander bewegen, passt zu nichts, was ich am Himmel sehen kann. Also müssen wir woanders nach einer Erklärung suchen, vielleicht im Bereich der Luftfahrt. Auf diese Idee stützen sich auch einige andere Theorien über die Lichter am Himmel. Eine andere Frage, die immer wieder gestellt wurde, war, ob es sich bei den Lichtern um eine Art exotische Geheimtechnologie eines anderen Landes handelte, die am Himmel über Belgien getestet wurde. Der amerikanische Tarnkappenbomber F-117 Nighthawk ist bis 1988 ein streng gehütetes Geheimnis gewesen. Und seine Form ist grob dreieckig. Nick Pope hat für das britische Verteidigungsministerium UFO-Berichte untersucht. Es gab Vermutungen, dass Tarnkappenbomber mit im Spiel gewesen sind. Natürlich hat es nicht nur das belgische, sondern auch das britische und amerikanische Militär so als Fälschung enttarnt worden war, zweifelten viele an der Glaubwürdigkeit der Sichtungen während der UFO-Welle. Es gibt genügend Einzelheiten, die nichts mit Hubschraubern, der Venus, Fälschungen oder so etwas zu tun haben. Es bleiben immer noch Fragen offen. Und nur weil es ein falsches Foto gibt, eine einzelne Schwindelei, kann man doch nicht das ganze Thema über Bord werfen und behaupten, die ganze belgische UFO-Welle sei nichts als ein Hirngespinst. The whole Belgian wave is just a mistake. Diese Vorfälle sind mir ein Rätsel. Ich kann sie mir nicht erklären. Sie sind wirklich mysteriös. Es gab während der belgischen UFO-Welle insgesamt über 2000 Sichtungen. 650 davon wurden aktiv untersucht und über 500 konnten nicht aufgeklärt werden. Das ist eine große Anzahl ungelöster Fälle. Bis heute gehören diese 500 Sichtungen zu den ungelösten Fällen der UFO-Akten Europas. That describes everything. Henriksson schickt den Bericht an das schwedische Forschungsinstitut für Verteidigung, eine Abteilung des Verteidigungsministeriums, die sich mit UFOs beschäftigt. Nach fast 30 Jahren existieren noch immer Akten dieses Vorfalls. In 1985 meldete ein gewisser Jan-Erik Henriksson dem Forschungsinstitut für Verteidigung die Sichtung eines Flugobjekts. Das Institut untersucht den Vorfall. In solchen Fällen fordert es als erstes die Radaraufzeichnungen des entsprechenden Tages an. Da das UFO jedoch nicht vom Radar erfasst wurde, haben sie keine richtige Spur, der sie nachgehen können. Was das Forschungsinstitut für Verteidigung betrifft, war der Fall abgeschlossen. Dies wird auch Henriksson mitgeteilt. Er bekam die Antwort, dass man ihm keine Informationen bezüglich dieses Flugobjekts liefern könne. Sterne gesehen habe. Wer den Film gesehen hat, erinnert sich bestimmt an die Anfangsszene, in der ein gewaltiger imperialer Sternzerstörer ins Bild fliegt. Ein riesiges, keilförmiges Raumschiff. Erst seitdem gibt es Berichte über dreieckige UFOs. Trotzdem nimmt die belgische Luftwaffe die Angelegenheit sehr ernst. Bis heute können Hunderte von Zeugen nicht begreifen, was sie gesehen haben. Zu ihnen gehört auch Albert Rois. Nicole, meine Frau, meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Um 0.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1989 befinden sich die Rois auf dem Heimweg von einem Besuch bei Freunden.
Sie sind auf der Autobahn auf der Höhe dieser Ausfahrt, als sie vor sich etwas bemerkten. Ich sah zwei Lichter und sagte zu meiner Frau, Nicole, da stimmt etwas nicht. Als wir selbst an UFOs zu sehen. Das würde auch erklären, warum so viele Menschen von dreieckigen Flugobjekten sprechen. In den Berichten der Polizisten ging es immer wieder um dreieckige Objekte. Da fragt man sich doch, woher diese Vorstellung kommt. Ich weiß noch, wie ich im Jahr 1977 als 13-Jähriger im Kino Krieg der Sterne gesehen habe. Wer den Film gesehen hat, erinnert sich bestimmt an die Anfangsszene, in der ein gewaltiger imperialer Sternzerstörer ins Bild fliegt. Ein riesiges, keilförmiges Raumschiff. Erst seitdem gibt es Berichte über dreieckige UFOs. Trotzdem nimmt die belgische Luftwaffe die Angelegenheit sehr ernst. Bis heute können Hunderte von Zeugen nicht begreifen, was sie gesehen haben. Zu ihnen gehört auch Albert Rois. Nicole, meine Frau, meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Um 0.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1989 befinden sich die Rois auf dem Heimweg von einem Besuch. Und dann war es weg. Ich war neugierig. Ich sagte Nicole, meiner Frau, sie solle anhalten. Sie sagte, nein, du bist verrückt. Auf der Autobahn anhalten, das mache ich nicht. Seitdem fragt sich Rois, was dieses Ding gewesen sein könnte. Ein Flugzeug? Unmöglich. Es schwebte ja, und das tun Flugzeuge nicht. Und ein Helikopter? Auch unmöglich. Die können zwar auf der Stelle schweben, sind aber nicht rechteckig und machen viel zu viel Lärm. Wir hörten nichts außer unserem eigenen Motorengeräusch. Das war alles. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht von dieser Welt stammte. Bis ins Frühjahr 1990 dauert die Welle der Sichtungen an. Doch dann taucht und dann über den Ort. Sogar über das Rathaus, wo es von anderen Augenzeugen gesehen wurde. Wie sich herausstellte, haben an diesem Abend 13 Polizeibeamte in 8 verschiedenen Ortschaften die beiden Flugobjekte am Himmel über Belgien gesehen. Dazu kommen noch Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Zivilisten. Es bleibt nicht bei diesem Abend. In den darauffolgenden Monaten gehen 233 verschiedene Meldungen über merkwürdige Lichter und rätselhafte Flugobjekte ein. Dafür könnte es jedoch noch eine andere Erklärung geben. Massenpsychose. Sehr oft entsteht auf diese Weise ein UFO-Wirbel, den man auch als Welle bezeichnet. Dieser militärische Fachausdruck beschreibt eigentlich eine Panikmache. Dabei berichtet ein glaubwürdiger Zeuge der Presse von einer UFO-Sichtung und macht damit Schlagzeilen. Das Fernsehen berichtet darüber und die Leute werden darauf aufmerksam. Wenn die dann abends unterwegs sind, schauen sie nicht mehr nach vorne oder unten. Weil die gehört haben, dass ein Polizist etwas am Himmel gesehen haben will, schauen sie nach oben und entdecken über kurz oder lang etwas Ungewöhnliches, was sie sonst nie wahrgenommen hätten. Aber die belgische Regierung nimmt die UFO-Welle sehr ernst. Sie könnte ein militärisches Problem darstellen. Offensichtlich ging es bei diesen Ereignissen auch um die nationale Sicherheit für Belgien und damit bestimmt auch für die anderen NATO-Mitgliedstaaten. Das britische Verteidigungsministerium verfolgte diese Vorfälle ebenfalls sehr genau, auch wenn sie im Ausland stattfanden. Natürlich machten wir uns Sorgen. Belgien war Mitglied der NATO. Wenn ein Fluggerät das hochtechnisierte Flugabwehrnetz mühelos durchdringen kann, dann ist das selbstverständlich ein Problem für die Verteidigung. Eine Frage der nationalen Sicherheit. Die belgische Luftwaffe muss dieser Krise entgegenwirken. Ihr vorrangiges Ziel ist es, der Ungewissheit ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Sie entwickelten einen Plan. Sobald ein Objekt der Polizei gemeldet und mit dem Radar erfasst worden war, würde man F-16 Kampfjets losschicken, um es genauer zu untersuchen. Die Kampfjets stehen auf Abruf bereit und warten nur auf die nächste bestätigte UFO-Meldung. Belgien, im Winter 1989-90. Nachdem zwei Polizisten ein rätselhaftes dreieckiges Flugobjekt beobachtet haben,
überflutet eine Welle von UFO-Berichten das Land. Die belgische Luftwaffe stellt 2 Kampfjets auf Abruf bereit, um die Panik einzudämmen. Diese heben allerdings erst ab, wenn eine Sichtung von der Polizei bestätigt und durch tatsächliche Radaraufzeichnungen gestützt wird. In der Zwischenzeit fragt sich die belgische Bevölkerung, ob es sich bei den UFOs um außerirdische Raumschiffe oder um ganz und gar irdische Hubschrauber handelt. Patrick Farrin hat für die zivile UFO-Forschungsgruppe COBEPS gearbeitet, die all diesen UFO-Sichtungen nachgegangen ist. In December 89 we had Wir hatten 233 Sichtungen im Dezember 1989 und 315 in der ersten Hälfte des Jahres 1990. Das ist eine Menge. Einer Theorie zufolge handelt es sich bei der belgischen UFO-Welle einfach nur um eine Massenhysterie. Die Menschen hören von den beiden Polizisten und fangen plötzlich selbst an, UFOs zu sehen. Das würde auch erklären, warum so viele Menschen von dreieckigen Flugobjekten sprechen. In den Berichten der Polizisten ging es immer wieder um dreieckige Objekte. Da fragt man sich doch, woher diese Vorstellung kommt. Ich weiß noch, wie ich im Jahr 1977 als 13-Jähriger im Kino Krieg der Sterne gesehen habe. Wer den Film gesehen hat, erinnert sich bestimmt an die Anfangsszene, in der ein gewaltiger imperialer Sternzerstörer ins Bild fliegt. Ein riesiges, keilförmiges Raumschiff. Erst seitdem gibt es Berichte über dreieckige UFOs. Trotzdem nimmt die belgische Luftwaffe die Angelegenheit sehr ernst. Bis heute können Hunderte von Zeugen nicht begreifen, was sie gesehen haben. Zu ihnen gehört auch Albert Rois. Nicole, meine Frau, meinte, das sei ein UFO. Das ist unmöglich, das ist kein UFO, das ist ein Flugzeug. Aber nach 5 Minuten änderte ich meine Meinung. Um 0.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1989 befinden sich die Rois auf dem Heimweg von einem Besuch bei Freunden. Sie sind auf der Autobahn auf der Höhe dieser Ausfahrt, als sie vor sich etwas bemerken. Ich sah 2 Lichter und sagte zu meiner Frau, Nicole, da stimmt etwas nicht. Als wir dann näher kamen, sahen wir ein äußerst merkwürdiges Flugzeug. Es hatte die Form eines Rechtecks, das aus 4 Dreiecken bestand. Es war riesengroß, so wie ein Fußballfeld. 10 Jahre später habe ich dieses Modell gebaut. Es schwebte sehr langsam in diese Richtung. Rois hat sein selbstgebautes Modell fotografiert, um genau zeigen zu können, was er gesehen hat. So habe ich es zuerst gesehen. Als wir näher kamen, konnten wir es besser erkennen. Und hier ist es von der Seite, als wir über die Brücke fuhren. Und dann war es weg. Ich war neugierig. Ich sagte Nicole, meiner Frau, sie solle anhalten. Sie sagte, nein, du bist verrückt. Auf der Autobahn anhalten, das mache ich nicht. Seitdem fragt sich Rois, was dieses Ding gewesen sein könnte. Ein Flugzeug? Unmöglich. Es schwebte ja, und das tun Flugzeuge nicht. Und ein Helikopter? Auch unmöglich. Die können zwar auf der Stelle schweben, sind aber nicht rechteckig und machen viel zu viel Lärm. Wir hörten nichts außer unserem eigenen Motorengeräusch. Das war alles. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht von dieser Welt stammte. Bis ins Frühjahr 1990 dauert die Welle der Sichtungen an. Doch dann taucht in dem Dörfchen Petit Rechin etwas noch nie Dagewesenes auf. Ein Foto eines UFOs. Die Aufnahme wird gründlich untersucht und von einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Experten analysiert. All diese Fachleute aus den Bereichen Optik, Physik, digitale Analyse kamen zu demselben Schluss. Sie hatten keine Ahnung, was es ist, konnten es aber auch nicht als Fälschung entlarven. Es handelte sich offenbar um ein echtes Foto.
Doch wovon, wusste keiner. Die belgische Luftwaffe ist fest entschlossen, diese Frage zu beantworten. Zwei Kampfjets warten nur darauf, dass eine Sichtung von Polizei und Radar bestätigt wird. Dann kam die Nacht auf den 31. März. Alles begann damit, dass ein Polizist bei den Radartechnikern anrief, um seltsame Leuchterscheinungen am Himmel zu melden. Die Radarstation zeichnet ein passendes, unbekanntes Objekt auf. Sofort heben die Kampfjets ab. Geleitet von der Bodenkontrolle nähern sie sich dem Objekt. Sie konnten das UFO kurz mit dem Bordradar aufspüren, doch es gelang ihnen nicht, dran zu bleiben. Irgendetwas bewegte sich mit 800 bis 1000 Kilometern pro Stunde und stieg innerhalb von 7 Sekunden von 9 auf 4000 Meter. Die Manöver des UFOs sind so schnell und abrupt, dass die 20-fache Erdanziehungskraft darauf einwirken musste. Kaum ein Mensch hielte so etwas aus. Stellen Sie sich vor, die Piloten fliegen auf das UFO zu, haben es auf den Radarschirmen, aber dann verlieren sie das Signal, bevor sie es ganz woanders wiederfinden. Und so geht es eine ganze Weile. Nach einer fast 25-minütigen Jagd auf den schwer fassbaren Radarkontakt geben sich die Kampfjets geschlagen und kehren zum Stützpunkt zurück. Für einen Sichtkontakt kamen sie nicht nahe genug an das Objekt heran und so bleibt ungewiss, was sie auf ihrem Radar gesehen haben. Leider gab es eine Fehlfunktion im Bordsystem des zweiten Kampfjets. Daher existiert nur eine Aufzeichnung davon. Für die Luftwaffe war dies nicht eindeutig genug. Ohne den Radarkontakt des zweiten Jets auf einer anderen Position konnte man nicht hundertprozentig sicher sein. Man hört eine ganze Menge über die Ausfallsicherheit der Radarsysteme eines Kampfjets. Aber es kann durchaus sein, dass aufgrund von Temperaturschwankungen zwischen verschiedenen Luftschichten Radarsignale falsch zurückgeworfen werden. Ich habe mit dem Piloten gesprochen, dessen Maschine diese Daten aufgezeichnet hat. Er ist absolut überzeugt, dass das, was er auf dem Radar hatte, auch wirklich da war. Aber mit eigenen Augen konnten sie nicht sehen, um was es sich dabei handelte. Sie waren nicht nah genug dran, um das UFO erkennen zu können. Die Belgier berammten daraufhin eine Pressekonferenz an, bei der sie zugaben, dass dieses Ereignis wohl so stattgefunden habe, wie es jeder erzählte, und dass sie dennoch keine normale Erklärung dafür liefern konnten. Im Laufe des Jahres 1990 kommt es immer seltener zu Sichtungen. Die Chance auf einen erneuten Kontakt schwindet. Die Kampfjets mögen versagt haben, doch immerhin gibt es das Foto aus Petit Richard. Ich habe die Ecken abgeschnitten und es lackiert. Über zwei Jahrzehnte lang hielt man dieses Foto für die heißeste Spur der belgischen UFO-Welle. Dann habe ich mit einem Stift die Löcher für die Lämpchen hineingestochen und diese dann mit einem roten Stift angemalt. Im Juli 2011 macht der Fabrikarbeiter und Hobbyfotograf Patrick Maréchal ein ernüchterndes Geständnis. Wir haben uns wegen der ganzen Berichte für eine Dreiecksform entschieden. Die Leute haben Dreiecke gesehen, also haben wir ein Dreieck gebaut. Aus Styropor baute er ein Modell, hing es in seinem Garten auf und fotografierte es. Damals war Maréchal gerade einmal 18 Jahre alt. Das Foto war als Scherz gedacht und hat doch irgendwie alle Experten hinters Licht geführt. This adage, the camera never lies, is complete nonsense.